Wenn man böse wäre, könnte man fragen, wieso braucht es eigentlich ein Kerbal Space Program 2? Der Vorgänger hat in einer nahezu perfekten Mischung Neulinge wie auch Raumfahrtbegeisterte näher an die Faszination von Reisen durchs All und Raketenbau herangeführt. Klar, es gibt immer Luft nach oben, vor allem optisch, aber viele Mods und sogar die Unterstützung der NASA haben aus dem kleinen Indie-Spiel ein einzigartiges Erlebnis gemacht, mit dem man reale wissenschaftliche Hintergründe lernen kann. Was soll man da also noch toppen? Teil 2, der im Herbst 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und wahrscheinlich auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen soll, hat gleich mehrere Antworten darauf, und zwar interstellare Reisen, Kolonien und vor allem Multiplayer. Der Name Kerbal Space Program steht für Raketenbau, bei dem Tankplatzierung, Aerodynamik und Gewichtverteilung wohlbedacht berücksichtigt werden wollen. Denn nach dem Bau ist vor dem Flug und hier muss die Technik perfekt sitzen, sonst explodiert unsere Rakete unter dem Hintern weg. Dank zahlreicher Anreize erkunden wir den Weltraum und statten unter anderem dem Mond einen Besuch ab. Das funktioniert im Original schon so gut, dass nicht nur wir zunächst von der Ankündigung zu Teil 2 überrascht waren, sondern auch Philippe Harvester Falange, der kreative Kopf hinter dem ersten Spiel. Falange arbeitet mittlerweile nicht mehr beim Kerbal 1 Entwickler Squad und hatte keine Ahnung, dass ein Nachfolger überhaupt kommt. Squad selbst arbeitet auch nicht an Kerbal Space Program 2 und jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Hinter dem neuen Spiel steckt Intercept Games, die wiederum aus Star Theory hervorgegangen sind, ein Studio, das im Zuge der Covid-19-Pandemie pleite gegangen war. Klingt also fast so, als ob die Simulation unter keinem guten Stern steht. Die Ideen für das neue Spiel sprechen jedoch eine andere Sprache. Immerhin will Teil 2 genau das umsetzen, was auch der ursprüngliche Erfinder sich für eine Fortsetzung gewünscht hätte, nämlich einen Multiplayer. Dafür wird das Spiel sogar von Grund auf neu entwickelt. Aber wie genau sollen die Verbesserungen und frischen Ideen nun funktionieren? Schauen wir uns das doch mal im Detail an. Wie schon im Vorgänger starten wir unsere Reise auf dem Planeten Kerbin, der unserer Erde ähnelt. Von dort aus erkunden wir unser kleines Sonnensystem und noch mehr, denn anders als Teil 1 bietet Kerbal Space Program 2 interstellare Raumfahrten. Auf den verhältnismäßig nahegelegenen Planeten werden wir Ressourcen finden, mit denen wir die entsprechende Technik für die Weitenflüge entwickeln können. Bedeutet im Klartext, der umfangreiche Baukasten, mit dem wir unsere Raketen entwerfen, wird noch deutlich umfangreicher und erlaubt es uns erstmals, unser eigenes Sonnensystem zu verlassen. Und die Entwickler haben durch diesen Schachzug deutlich mehr Freiraum bei der Gestaltung der Himmelskörper. So verspricht Intercept Games mit Char beispielsweise einen Planeten, der ausschließlich aus heißem Eisen besteht. Owen gleicht hingegen der Erde, besitzt nur eine viel größere Anziehungskraft und Resk und Rusk ziehen sich immer wieder gegenseitig an. Bilder zu den Planeten gibt's noch nicht, doch allein auf diesen Extremorten zu landen, stellen wir uns verdammt schwer und verdammt unterhaltsam vor. Immerhin ist bereits eine Landung auf einem einfachen Himmelskörper wie dem Mond wegen der realitätsnahen Physik alles andere als leicht. Nur wie genau diese Reisen funktionieren werden, bleibt eine spannende und wichtige Frage. In der Realität haben solche Ziele eine Hand von Problemen, weswegen bislang auch nur theoretische Konzepte zu Fahrten in andere Sonnensysteme existieren. Das fängt beispielsweise schon bei der Geschwindigkeit an. Damit ein Flugkörper überhaupt in einer Zeit von Jahrzehnten oder Jahrhunderten in einem fremden Planetensystem ankommt, müsste er einen nicht gerade geringen Anteil der Lichtgeschwindigkeit bei der Reise erreichen. Nur mal so zum Vergleich. Eine der schnellsten Raketen, die Parker Solar Probe, kommt maximal auf 308 km pro Sekunde. Das Licht legt in derselben Sekunde fast 300.000 Kilometer zurück. Es bleibt also spannend, wie genau Kerbal 2 das umsetzen will, ohne den Realismusanspruch völlig zu verlieren. Und dass es ein wenig mehr Kreativität einsetzen will, zeigt sich auch bei der nächsten Neuerung, den Kolonien. Die sind im Übrigen auch unerlässlich für interstellare Fahrten, denn um die nötigen Ressourcen zu erhalten, müssen die erst einmal gefunden und abgebaut werden. Kerbin bietet natürlich nicht alles, was wir für die Reise zwischen zwei Sonnensystemen benötigen. Wir errichten die neuen Außenposten auf anderen Planeten und weiten so nebenbei auch den Lebensraum unserer Kerbals aus. Die Kolonien liefern uns also nicht nur neue, wichtige und vermutlich fiktionale Rohstoffe, sondern dienen auch als neue Basen.
Haben wir einen Himmelskörper erfolgreich kolonisiert, bauen wir in Zukunft auch dort neue Raketen und schießen sie von hier aus in den neuen Orbit. So sparen wir es uns, jedes Mal von Kerbin zu starten und erschließen die Weiten des Alls deutlich komfortabler. Aber so eine Kolonie will auch erst einmal gebaut werden. Und das allein soll laut Entwickler eine riesige Herausforderung werden. Und wie ebenfalls bereits angesprochen, will Kerbal Space Program 2 uns und Serienerfinder Falange endlich den Wunsch erfüllen, gemeinsam mit Freunden ins All zu reisen. Dank neuem Multiplayer wird das endlich möglich sein. Mehr als dieses Statement haben die Macher aber zum Mehrspielermodus noch nicht verraten. Wie genau der Raketenbau, das Manövrieren im luftleeren Raum oder das Erforschen zu zweit ausfällt, bleibt für den Moment noch unklar. Ebenfalls, ob wir wirklich nur zu zweit bleiben oder sogar noch mehr Kollegen einladen dürfen. Ansonsten bleibt sich der zweite Teil der Reihe treu. Er will auf eine noch bessere Physiksimulation setzen, um den neuesten Erkenntnissen der Raumfahrt zu entsprechen, und das Spiel bestraft uns mit Explosionen und Zerstörung, wenn wir diese Physik missachten. Zusätzlich sollen Neueinsteiger deutlich besser ins komplexe Spiel eingeführt werden. Zwar hat der Vorgänger bereits sehr hilfreiche Tutorials bereitgestellt, aber die haben nicht alle Aspekte ausführlich abgedeckt, manche sogar gar nicht. Das soll sich nun ändern. Animierte Tutorials sollen uns verständlich beibringen, wie alles genau funktioniert. Eine übersichtlichere Benutzeroberfläche soll den Bedienkomfort zudem erhöhen und neue Konstruktions- und Fluganweisungen sollen uns besser an die Hand nehmen. So werden wir hoffentlich wesentlich flotter zum Raumfahrtexperten, ohne viele Details selbst mühselig herausfinden zu müssen. Wie gut das in der Praxis dann funktioniert, bleibt allerdings abzuwarten. Und ganz ehrlich, ein bisschen gehört das Entdecken natürlich auch zu so einer Art Spiel dazu. Vielleicht muss ja doch nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt werden. Eins steht schon jetzt fest, einen Schönheitspreis wird auch Kerbal Space Program 2 nicht gewinnen, selbst wenn es viel besser als Teil 1 aussieht. Aber darum geht es hier ja auch gar nicht, denn schließlich bleibt die komplexe Physik weiter das Herzstück der Weltraumbausimulation. Und die muss wiederum in erster Linie nur zweckmäßig aussehen und dafür aber vor allem gut funktionieren. Die interstellaren Reisen und Kolonien können zudem die Abwechslung einer Partie deutlich erhöhen, da wir so auf mehr Widerstände und Herausforderungen stoßen, ohne ständig wieder auf demselben Planeten starten zu müssen. Stichwort Planet. Die Idee exotischer Himmelskörper klingt auf dem Papier ebenfalls klasse, muss sich aber noch, genau wie der Multiplayer, im Praxistest beweisen. Und das ist auch der Knackpunkt. Auf dem Papier klingt Kerbal Space Program 2 fantastisch und hat definitiv das Zeug, seinen Vorgänger zu übertrumpfen. Aber wir wissen schlicht noch nicht, wie die Kampagne aussehen wird, wie gut die Physiksimulation letztendlich läuft und ob die Langzeitmotivation so gut greift, wie wir uns das aktuell vorstellen. Fans und Interessierte sollten das Spiel aber unbedingt im Auge behalten. Denn auch wenn eine 2 im Namen steht, erwartet uns sehr wahrscheinlich wieder ein sehr einzigartiges Erlebnis.